Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance. Wir waren zuletzt nach dem Turnier unten in der Mühle in Rattay gelandet und mussten mal eben unsere Sachen sortieren. Wir wollen heute zum Training zu Herrn Hauptmann Bernhard. Das wird dann auch noch ganz lustig. Aber erstmal mein Inventar ausräumen, weil ne. Mal gucken, Milans Sachen rausschmeißen, die wir von ihm geklaut haben. Und ich das nehmen wir auch nicht mit. Das ist egal. Augenbrust nehmen wir erstmal raus. Glaube ich noch schwer genug. Naja, mal gucken. Ach, die Tür offen gelassen. Dann sieht er das. Was ist mit dem Kraut? Was ist mit der Mohnblume? Warum sind die hier drin? So. Habt ihr irgendwie einen Fehler gemacht? Ja, toll, Kirschen über einer. Das können wir auch mal machen. Warte, behalten wir noch. Zwei erstmal, das reicht. Was machen wir denn mit dem? Wenn ich schon mal auch mal raus, die brauchen wir im Moment nicht. 5, 3. So, jetzt können wir mal gucken, was wir brauchen. Waffen. Wir müssen uns so ein bisschen ausrüsten. Zum Training gehen wollen wir auch ein bisschen was ausrüsten. Ne? Ja, das geht schon 47, ja. Okay, den nehmen wir mit. Einen Bogen nehmen wir mit. Jetzt müssen wir noch unser Schwert mitnehmen. Tauschen. Die müssen wir noch rüber. Die können wir eh nicht. Wir haben ein Schwert. Stärke 7, das geht. So, brauchen wir auch keine. Ne. Die nehmen wir nicht mit, die Armschienen. Das hat einen Grund. Müsste man eigentlich. Hose lassen wir so, wie sie ist. Die müssen wir sowieso reparieren, ne? Dann nehmen wir sie auch mal mit. Die einzigen Handschuhe, die ich habe, sind die Jagdhandschuhe. Okay. Ja, der wäre natürlich ein bisschen besser. Der sieht aber dämlich aus. Der gefällt mir gar nicht. Nehmen wir auch nicht mit. So. Ja, die können wir uns kloppen lassen oder verkaufen. Aber Platte. Die müssen wir erst reparieren. Die hier. Das kann man unterwegs machen. Machen wir. Warte mal, dann gehen wir nochmal zurück. Wenn wir nicht alles doppelt haben.
Entschuldigung. Da unten. Das ist das Beste, weil auch nichts kostet in der Reparatur. Ah. Gut, die müssen wir auch reparieren. Die nehmen wir auch mit. Das ist auch der Beste. Ach, dann anderes richtig. So. Dürfte nichts. Haube haben wir eine, Helm. Ist klar, der Hut da oben. Den müssen wir auch austauschen. Ja, kann man machen. Ändert nichts. Platte und da unten. Komm. Ja, okay. Kettenhaube. Ja, okay, dann haben wir. Jetzt müssen wir bei der Nahrung gucken. Das brauchen wir nicht. Den nehmen wir, könnten wir brauchen eventuell. Ich weiß mal. Wer weiß, wie lange? 10 Minuten, okay, ist gut. Gehen wir mal raus. Achso, mal gucken, bei sonstiges haben wir noch irgendwas, was man nicht nehmen müsste. Dann hier. Aber das müssen wir verkaufen, rein theoretisch. Ja, noch nicht. Haben wir nur einen davon jemals. Agilität sind wir, glaube ich, auch noch nicht. So. Schließen wir erstmal. Ziehen uns dann erstmal an. Ausrüsten. Gehen wir mal zum Training heute, ne? Die ziehen wir an. Jagdhandschuhe. Da war nur die schwarze Bunthaube bislang, ne? So. Dann müssen wir zum Rüstschmied. Ja, reparieren lassen. Sieht ja gut aus. Ich glaube, dann haben wir erstmal so weit, wie es sein muss. Können wir mal zum Training, wa? Ne, ich nehme ja doch noch mit hier die Armschienen. Zwar ein bisschen doof aus. So, gucken wir mal, was wir trinken müssen oder essen müssen. Sattheit 64. Okay, dann können wir hier unten. Nahrung haben wir eh nichts mehr richtig groß. Dann können wir auf so einen Topf futtern. So. Holen wir mal mein Hündchen wieder ab. Oh, das schläft noch. Noch ein bisschen früh, ne? Aber okay, wenn wir reparieren wollen und so. Dann ist das schon okay. Na, Bursche? Lust auf eine kleine Wette fürs Rataya-Turnier? Erst müssen wir gewinnen, dann geht das schon. Feiner Hund!
So ist's recht. Gucken, irgendwann mal. Uns ist keiner gewachsen, nicht wahr? Ja, wollen wir aber nicht. Das fällt dann alle Gegner an, alle Feinde an. Sofort, automatisch. Machen wir aber nicht. So. Komm mit, lauf frei. So, jetzt schauen wir aber mal hier bei der Rüstung, dass wir das noch ein bisschen Charisma optimiert machen. Die brauchen wir jetzt nicht alle tragen. Das ändert sich nichts. Ist egal. So kann man, glaube ich, am besten losmarschieren jetzt für Städte. So. Ach, das Ausrüsten, das ist immer ein bisschen zum eben gucken, was wir selbst reparieren können. Die gehen alle nicht. Das ist nichts. Mal eben durchgucken, Schuster ist auf jeden Fall was. Die Schuhe. Ach ja, den können wir auch selbst reparieren. Das grüne Hemd auch, sowieso. Nicht. So. Dann wollen wir mal, ne? Ab in die Stadt. Nein, machen wir nicht. Gucken wir mal, dass wir zum Rüstschmied kommen. Und dann zum Training mit dem Hauptmann Bernhard. Die Sachen repariert bekommen, das ist wichtig. So, mal Ringelblumen. Ja. Nee, ich bin nicht so ein guter Kämpfer. Heinrich sowieso nicht. Ich muss mich ja auch langsam wieder einüben. Alles zu wissen alleine reicht nicht. Oder vieles zu wissen, alles weiß ich auch noch nicht, glaube ich. Ich glaube, ich weiß schon vieles. Ups. Nix mit Fass hier. Schönen Tag. Hat er noch was? Sagt seine Frau. Nö. Auf bald. Hätte mir mal erzählen können, seine Frau sich gefreut hat oder so. Das ist irgendwie so eine Kiwi, glaube ich. Hier schon ein Händler offen hat. Der hat offen. Ich glaube nicht, dass ich da groß was reparieren kann bei dem Schwertschmied, beim Waffenschmied. Geht hier nichts. Ja, die Rüstung nicht machen, aber was man da Rüstung macht. Brot und Gebäck, frisch aus dem Ofen. Schon, ne? Zu, Zwiebeln, Pilze und Spargel. Traut euch nicht. Pilze habe ich an den Füßen. Brauche ich nicht. Halt halt offen. Okay, dann machen wir. Hallo, guten Tag. Kennen uns noch gar nicht, ne? Herr Rüstmeister.
Guck mir die so dämlich an hier. Kann er denn hier üben? Reparieren? Nee, brauche ich nicht. Erstmal reparieren. So, was ist denn jetzt gewesen? E. E. Und die zwei? Die Pfeilschnur. Reden wir über den Preis. Ist gut. Ja, ja. Also, sind wir uns einig? Nö. Mehr. Oh, oh. Machen wir das so. Na schön. Nee, doch und nicht. Jetzt? Nun, etwas mehr und der Handel steht. Ich bin noch runter, ja. 230. Na gut, einverstanden. So, jetzt wollen wir mal gucken, was der... Der hat schöne Sachen, ne? Hab aber gar nichts zum Verkaufen mit, von daher, das haben wir schon gehabt. Okay. Schilder, Rüstungsset, großes Rüstungsset. Das kostet viel Geld, großes. Ja, ne, heute nicht. Stadt. Haben wir noch was zum Reparieren? Die Bunthaube, da muss er zum Schneider. Oh. Okay. Ja, so ein Ding. Mal gucken, ob er schon da ist. Natürlich nicht. Nee. Ich wollte gerade was gucken. Das brauche ich sowieso nicht. Brauche ich auch nicht. Klötze brauche ich auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass ich da hinkomme. Ich kann aber trotzdem mal eine Erkundigung ein bisschen mal mit der Drahthaus angucken. Da oben muss ich hin. Okay, gehen wir erstmal hier hoch. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Oh, nichts Dummes erzählen. Wichtig. Habe ich schon irgendeine Aufgabe, mit dem Vogt zu sprechen? Ich glaube nicht, ne? Nicht, dass ich hier irgendwas Falsches mache. Da kann man mit dem trotzdem reden. Gott segne dich. Was kann ich für dich tun? Gibt es Neuigkeiten? Nee. Meister Vogt, gibt es hier irgendwelche Neuigkeiten? Nichts, was mich kümmern muss, Gott sei Dank. Das ist doch nett, das freut mich. Gott behüte dich. Das freut mich, Meister Vogt. Mal gucken, ist die Tür offen da oben? Natürlich nicht. Nee. Ist. Nix. Nix klauen. Ja, auch nicht. Unfair. Leicht. Was war das? Oh. Ja, wo ist der Vogt hier unterwegs?
Geht das aber nicht hier, Vogt. Gucken. Ah, der hat offen. Da ist er ja. Ab zum Schneider. Reparieren kann nur der Schneider, nicht die Händler. Gott segne dich. Was kann ich für dich tun? Das bei den anderen auch. Dann darf nicht zum Händler gehen. Alles gut. Genau die wollen wir haben. Natürlich falsch, aber noch ein bisschen. Lass uns über den Preis sprechen. Warum nicht? Wieso habe ich meinen Sput nicht auf? Ja. Zufrieden? Nö. Mehr. Aber ja. Was sagst du dazu? Komm schon, ein bisschen mehr und wir sind im Geschäft. Einverstanden? Nur ein wenig mehr und wir kommen ins Geschäft. Immer noch nicht das Letzte. Interessant. Ja, bei dem Betrag kommen wir zusammen. So. Oh ne, ich wollte ja gar nichts. Okay, das ist gut. Das reicht mir jetzt erstmal. Die Tür stand schon offen. Warum habe ich den Spitzhut nicht auf hier? So. Brot, Brot, Semmeln und Brezel. Uhrzeit 10. Ja, dann können wir mal zum Hauptmann Bernhard. Hab alles verloren. So ein wenig müssen wir ja vorwärts kommen. Das ist mal wieder ein Step im Hauptquest. Aber beim Training kann einem eigentlich nichts passieren. Deshalb werde ich jetzt beim Training meine Klamotten ganz ausziehen. Da wird auch nichts beschädigt. Schuhe lassen wir an, das ist kein Thema, aber ansonsten ist das egal. So. Stiefel können an. Also das kann bleiben, das kann bleiben, das kann bleiben. Das ist nicht so schlimm. Den Wappenrock weg. Da unten. Da haben wir nichts. Grüne Hemd könnte man nehmen. Ja. Das wird dann sicher. Aber das kostet nichts, das Zeug. Das ist dann egal. Okay. Das tun wir auch mal weg. Eigenes Schwert brauchen wir im Moment auch nicht. Pfeile kann man lassen, ist nicht schlimm. Die gehen eh weg. Naja, denke ich mal. Charisma haben wir nichts. So, das kann kaputt gehen. Das heißt, das ist nicht so schlimm. Der haut mir die sowieso alle kaputt, die Sachen. Also das Training mal nicht. Grüße.
Ach, erstmal ein bisschen ausfragen. Ich wüsste gern. Ah ja. Wie ist Herr Hanusch als Lehnsherr? Kann nicht klagen. Er weiß, wie man für Ordnung sorgt, ist aber gutmütig dabei. Was hältst du von Herrn Ratzig? Wie ich höre, hält er zum König und sitzt deshalb wohl in unserer Burg. Er scheint gerecht zu sein. Und die Leute sagen, er wäre ein guter Burggraf. Schön, schön. Wie ist der junge Herr Capon? In ein paar Jahren ist er Burggraf. Herr Hanusch ist sein Vormund, bis er mündig wird. Die meiste Zeit jagt der junge Herr den Weibern nach, aber da wächst er schon noch raus. Er ist kein Narr. Wie lebt es sich in Ratai? Bis zu Sigismunds und eurem Erscheinen war es hier angenehm und friedlich. Ey, 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 ey. Was wird aus den Skalitzer Flüchtlingen? Das wüsste ich selber gerne. Ich hoffe, dass sich die Lage bald beruhigt, damit ihr euch verziehen könnt. Ist aber nicht nett, ne? Pirkstein ist eine schöne Burg. Sie wird noch schöner, wenn ihr euch fortschert und ich meine Kammern wieder beziehen kann. Ja, da wissen wir, warum der so knatschig ist, ne? Weißt du, wer Sigismunds Männer sind, Hauptmann? Man nennt sie Kumanen oder Kipchaken. Unserem Herrn zufolge flohen sie vor den Mongolen nach Ungarn. Sie sind Viehhirten und ausgezeichnete Reiter und Barbaren, obwohl sie behaupten, Christen zu sein. Dun 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 dun. Hab Dank. Mehr wollte ich nicht wissen. Jetzt geht's los. Ich komme wegen der Ausbildung. Du bist der Junge, den Herr Ratzig schickt. Ich bin kein Junge. Ich bin kein Junge. Das entscheide ich. Und momentan scheinst du genau das zu sein. Ah, und da du noch nie ein Schwert in der Hand hattest, fangen wir mit etwas Einfachem an. Also das wäre Unfug. Also das kann man machen, aber man vergibt sich da die Möglichkeit, ein bisschen mehr Erfahrung zu sammeln und zu trainieren. Das ist also irgendwie dumm, wenn man jetzt auf den zweiten gehen würde. Dann springt man einfach in den schwierigeren Teil über und den ersten lässt man aus. So hat man den ersten Teil mit den einfachen Sachen trainiert halt eben also auch. Gut. Komm mit und spitz die Lauscher. Ich will mich nicht wiederholen müssen. Möge Gott über dich. So, jetzt geht's los. Oh. Zeig, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Halte es ordentlich und beweg dich. Steh niemals still, wenn du kämpfst. Boah, der dreht sich aber. Hey. Gut. Versuch jetzt, mich anzugreifen. Du musst dein ganzes Gewicht in einen Schlag legen. Es bringt nichts, mit dem Schwert herumzufuchteln. Du musst dich richtig reinlegen. Schlag aus verschiedenen Richtungen zu. Sehr gut. Schön. So, gut. Sehr gut. Schön. Okay. Das spitze Ende ist keine Zierde. Du sollst damit zustechen. Los, versuch's mal. Genau. Gut gemacht. Genau. Trefft ihn zwar nur in dem. Das genügt. So. Zuschlagen, zustechen und in Bewegung bleiben bilden die Grundlagen des Schwertkampfes. Versuchen wir etwas Schwierigeres. Einen Schlag kann man leicht abwehren. Du musst deinen Gegner also unter Druck setzen. Kette deine Angriffe aneinander und halte nicht inne. Zuschlagen, zuschlagen, zuschlagen. Ah, war zu spät. Worauf wartest du? Nicht schlecht. Genau. Gut gemacht. Genau in dem Moment, wo man trifft, muss jetzt man dann nochmal drücken. Der Verteidigung. Das ist das Einen Schwierige. Einfachen Angriff abzuwehren ist nicht schwer. Aber Kombo Sei ist. Achtsam und bewege dein Schwert im Einklang mit dem deines Feindes. Nein. Nochmal. Achso. Gut. Sehr gut. Schön. Nicht schlecht. Nun gut, dann zeig mal, was in dir steckt. Greif mich an und halt dich nicht zurück. Guter Schlag. Au.
wirbelt mir aber hier ordentlich, ne? Was? Das ist der Moment. Siehst du? Zuerst locken, dann überrumpeln. Ich habe sogar mal getroffen, ne? Auch. Gut, das reicht. Wie es scheint, kommt viel Arbeit auf uns zu. Aber so ist das Leben. Versuchen wir etwas Fortgeschrittenes. Behalte stets den Abstand zwischen dir und deinem Gegner im Auge. Dies ist dein Radius. Versuch, deinen Gegner seitlich anzugreifen. So fällt es ihm schwerer, deinen Angriff abzuwehren. Wenn ich das Schwert erhebe, schlage von unten zu. Halte ich es gesenkt, presch vor. Versuchen wir es. Greif ein paar Mal die Seite an, an der ich mein Schwert nicht halte. Gut gemacht. Genau. Nicht schlecht. Genau. Nicht schlecht. Okay. Gut, Lektion 2. Alles, was du bisher über das Blocken weißt, ist falsch. Wenn ich blocke, wehre ich deine Schläge leicht ab und habe die Kontrolle über den Raum zwischen uns. Aber es ist besser, zusätzlich auch die Waffe des Gegners zu kontrollieren. Greif an, dann zeige ich es dir. Gut, das reicht. Jetzt du. Der Trick ist, die Stellung zu halten. Sobald ich angreife, blockst du. Damit schlägst du die Klinge zur Seite. Au! Nein, nicht so. Das Schwert nicht starr halten, sondern im Einklang mit dem Angriff bewegen. Nochmal. Au! Genau. Genau. Na, zu früh. Das war zu früh. Ja. Okay. So ist's recht. Schön. So, und jetzt etwas schneller. Konzentriere dich und blocke genau dann, wenn ich zum Schlag aushole. Ich schlage jedes Mal von oben zu, damit du alles siehst. So ist's recht. Nicht schlecht. Schön. Verdammt. Genau. Gut gemacht. Sorry. Gut, gut. Und jetzt mit vollem Tempo. Vermutlich klappt es nicht sofort, aber das ist anfangs normal. Du musst üben. Los geht's. Das Großmaul. Warte kurz, Heinrich. Ja. Grüße, Herr Hans. Was führt dich her? Ich kam vorbei und bemerkte, dass du Herrn Razzis geschätzten Gast unterhältst. Geht nicht im Moment. Nicht dasselbe wie einen Hammer zu halten, was, Schmied? Herr Razzis hat es befohlen. Ich weiß. Eigentlich wollte ich am Schießstand üben. Meine Hand ist ganz steif geworden. Du hast doch nichts dagegen, Bernhard. Keineswegs, Herr. Guten Tag, Sohn des Schmieds. Und tu dir nicht weh. Brech dir nicht den Finger ab beim Bogenschießen. Wo waren wir? Ach ja, den Gegner dorthin locken, wo man ihn haben will. Es gibt noch einen Weg, Schlägen auszuweichen. Den Schritt zur Seite. Greif an, ich zeige es dir.
Gut, versuch's. Weiche nicht zu früh aus, sonst sehe ich, wohin du willst und treffe dich. Dasselbe passiert, wenn du zu lange wartest. Ich werde langsam angreifen. Sobald ich meine Waffe hebe, spring zur Seite. Das bringt mich etwas aus dem Rhythmus und verschafft dir einen Vorteil. Schön. Gut gemacht. Schön. Gut. Und nun etwas schneller. Versuch dich an den Rhythmus zu gewöhnen. Lass deinen Gegner niemals aus den Augen. Du kannst Angriffe erkennen, noch bevor sie ausgeführt werden. Genau. Gut. So ist's recht. Und die letzte Lektion für heute. Ein Trick. Hebst du dein Schwert, zwingst du den Feind zu einer Parade. Änderst du dann im letzten Moment die Richtung, wird dein Gegner nicht wissen, also wie ihn geschieht. Also die Finte. Versuch's mal. Zieh die Waffe zurück, ändere die Angriffszone und schlag zu. So hat er keine Zeit zu reagieren. Falsch. Nochmal. Nicht so, verflucht. Nicht so, verflucht. Nein, nein, nein. Falsch. Nein, nochmal. Genau. Schön. Sieht die ersten Mal nicht gut. Nicht schlecht. Falsch. Nein, nein, nein. So ist's recht. Sieh an, sieh an. Gar nicht schlecht. Vielleicht hast du ja doch das Zeug dazu. Na, aber ja. Nicht übermütig werden. Du magst talentiert sein, aber das allein ist nicht alles. Du musst oft und hart üben. Du kannst hierher kommen und mit mir üben, wann immer dir danach ist und du nichts Besseres zu tun hast. Ich kann dir bestimmt noch etwas Neues beibringen. So, dann haben wir da die erste Übungsstunde gemacht. Herr Ratzig verlangte auch, dass ich dir das Bogenschießen beibringe. Komm mit. Wenn wir langsam gehen. So, wir wollen uns halt jetzt aber mal ausrüsten, ein bisschen. Nehmen wir erstmal den Bogen. Okay, das ist jetzt nicht so schlimm. Die machen wir nicht, aus einem bestimmten Grund nicht. Ich wollte nachgucken, ob ich die... Ja, die Sachen hier, die sind jetzt alle ein bisschen... Aber ist nicht schlimm, oder? Ne, das sind die Sachen, die habe ich jetzt gar nicht an. Bisschen kaputt. Grüne Hemd. Das ist das Problem halt, nämlich bei diesen Übungen. Aber wir werden jetzt gleich... Mein Hund. Ganz fein. So ist's recht. Ach so, das ist falsche.
So. So, jetzt werden wir die Folge beenden hier an der Stelle. Speichern ab. Deinem Retterschnaps. Und sagen dann auf Wiedersehen bis zur nächsten Folge. Es wieder heißt Kingdom Come Deliverance.